Heute machen wir mal was ganz Verrücktes, und zwar seht ihr schon im Hintergrund, das ist ein Video, von dem ich gerade ein Video aufnehme. Und zwar von mir selber, weil ich zwar das After Capture, also Instant Replay Feature von Shadowplay benutzt habe. Ich habe nur während des Videos, also während des Spiels, was ich hier spiele, kein Wort gesagt, sondern einfach innere Monologe geführt, wenn man das so nennen will. Also ich habe überhaupt nicht erklärt, was ich mache, geschweige denn habe ich eigentlich überhaupt nicht vorgehabt, die Runde aufzunehmen, sondern es sollte eigentlich nur mein Daily Win in der Friedrich werden. Und das ist ziemlich geiles Spiel rausgekommen. Wir steigen ein bisschen später ein, also das Spiel hat schon angefangen, läuft 2,5 Minuten. Liegt daran, dass ich nebenbei noch ein bisschen Hörbuch gehört habe. Das habe ich dann aber abgestellt, und um mich eben aufs Spiel zu konzentrieren. Und wir steigen jetzt eben ein. Ich habe einmal für 1270 etwas getroffen. Und ab hier soll es jetzt eben losgehen. So, ich hoffe, dass meine Maus jetzt gleich sich verpisst. Ja, sehr gut. So, ich weiß, dass da vor mir zwei Zerstörer im Smoke sitzen. Die werden jetzt gerade beleuchtet. Ich glaube, von unserer Donskoi. Ich kann jetzt natürlich keine Schiffsliste und dergleichen einblättern. Nur ich finde es, glaube ich, so geiler, als wenn es ein Replay wäre tatsächlich. Der erste wird gekillt von unserer Fletcher. Die zweite Fletcher beacht sich da. Sehr zu meiner Freude. Friedrich, genau wie Bismarck, 10,6 Kilometer Secondary Range. Das heißt, die kann ich hier da schön eindecken. Sieht man auf der rechten Seite, es hagelt auch schon rein. Drei Treffer, vier, fünf Treffer. Ein bisschen Damage ist auch rumgekommen. Ja, das Spiel war relativ ausgeglichen. Also es war eine Menge Tier 8, Tier 9 unterwegs, keine Tier 10er. Kommt eigentlich echt sehr, sehr selten vor, wenn ich Tier 9 spiele, dass ich ohne Tier 10er in das Spiel gehe. Fand ich aber ziemlich cool. Wir haben am Anfang haben wir A gecapped. Ein Cruiser, ein DD und ein Schlachtschiff von uns sind noch da. Und die Missouri hat jetzt gerade was gemacht, was man natürlich niemals machen sollte. Breitseite zu einer Friedrich stehen. Weil auch wenn die mehr so die Shotgun-Dispersion hat, wenn sie trifft, dann tut sie ziemlich weh. Ich habe momentan noch die 406er-Geschütze da drauf, also nicht die 420er, weil die kürzere Nachladezeit einfach ziemlich geil ist, meiner Meinung nach. So, die Edinburgh auf dem Gegner kassiert da gerade nochmal eine Schelle. Ich weiß gar nicht, von wem der gekriegt hat. Hier unten rechts kann man auf der Minimap sehen, dass da noch mehrere Schlachtschiffe von uns auch am Start sind. Wahrscheinlich eine von denen. Auch beide in Pink, netterweise. Es war auch sehr angenehm. Die Donskoi hat jetzt hier sehr, sehr viel Glück. Da ist halt die Friedrich Dispersion leider mal gegen mich gewesen. Die stand nämlich auch schon Breitseite auf mir. Man sieht drei Hits, eine normale Penetration, zwei Overpenetrations. Und die normale Penetration hat scheinbar nicht vollen Schaden gemacht, sonst wären es irgendwie 4000 Schaden gewesen und nicht irgendwie nur 500, die rumgekommen sind. Overpen ist nun mal 1000 Damage, aber der Rest, das war irgendwie sehr, sehr eigenartig. So, die Fletcher ist irgendwie relativ mutig, kommt hier nochmal zurück, um wahrscheinlich da unten noch ein, zwei andere Battleships reinzutorpen. Das heißt, ich kann sie einfach nochmal markieren. Ja, da geht unsere Izumo leider drauf. Ich krieg noch ein paar Hits auf der Fletcher, bestätige ein paar Module, ein paar meiner Secondary Shots treffen auch. Es läppert sich halt, also irgendwann kommt es dann zusammen. Und irgendwas ist sehr, sehr gemein, du beschießt mich aus dem Smoke, drückt mir Breitseiten rein. Ich weiß nicht, ob das die New Orleans war, die mich da tatsächlich so hart getroffen hat. Oder ob das noch eins von den Battleships war, was da im Smoke steht. Ich muss jetzt hier jedenfalls sehen, dass ich die Kurve kriege. Ich möchte mich eigentlich die ganze Zeit in der westlichen Map-Hälfte sozusagen aufhalten. Man sieht uns erst schon bei C3. Unser Cruiser, der da hinten flankt, ist leider erstmal für die nächsten 3-4 Minuten nicht ganz so nützlich. Das ist auch schade. Und der Rest von meinem Team kann sich jetzt eigentlich nur hinter dieser Insel hier bei E und F4 aufhalten, wo eben auch unser DD steht. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir den Gegner nach und nach da rauskriegen aus seiner Position hinter der Insel. Das hatte fast ein bisschen was von so einem entweder Ranked-Spiel oder von einem Teamgefecht, sage ich mal. Also mich noch nie erlebt, dass von heute ist Sonntag, wo ich das aufnehme, dass ein Gegnerteam so gut koordiniert ist mit Smokes und Resmokes hinter dieser Insel, diese eigentlich ja sehr, sehr dominante Position da zu halten. Also wir haben lange Zeit keinen Hebel gefunden, irgendwie da anzusetzen, um die hinter dieser Insel wegzubekommen. Und ich habe schon ein gutes Drittel AP verloren. Brenne noch gerade, aber ein Feuer sollte man eben als Battleship-Captain eigentlich so gut wie nie löschen. Außer man weiß, dass man komplett safe ist vor gegnerischen Feuern. Weil man kann Feuer halt komplett wieder hochheilen. Das war mehr ein Reaktionsschuss als alles andere, weil mein Gehirn da ein bisschen langsam war. Ich starte zwischendurch immer wieder meinen Flieger, wenn mein Hydro auf Cooldown ist, damit ich quasi meine Flieger, ich habe ja zwei, ich habe den Skill genommen, dass ich zwei Flieger habe, die dafür aber langsamer fliegen, dass ich die quasi als Torpedowacht sozusagen habe vor mir. So, Donskoi, ich weiß nicht, was ihn jetzt da geritten hat, der hätte einfach diese Position dahinter locker halten können.
Der wollte aber scheinbar unseren Eisenhower, der hier eine Cap gepusht hat bei B, wollte der scheinbar punishen. Ist okay, den Trade mache ich eigentlich immer ganz gerne. Ich sag mal, wir opfern eine Gneisenau T7 gegen T9er Dimitri Donskoy mit Radar, die wir jetzt hier töten können. Finde ich okay. Ist schade für die Gneisenau, die sich da opfert. Das war sehr, sehr unlucky von mir, was ich hier mache. Dass ich diese Viertel absolut überhaupt mal gar nicht getroffen habe. Die hätte sich irgendwie an der Insel verhakt und ist da langsam nach vorne geglitten. Ja, unser Fletcher ist gerade in der Radarreichweite, glaube ich, von der Donskoy, deswegen kassiert er da. Kein Bild, kein Ton, genauso sieht er aus. Man hat jetzt gerade gemerkt, dass es vielleicht nicht so die geilste Idee war, da hinzufahren. Ich habe immer noch meine Probleme mit englischen Schiffen momentan, da ich dann nicht ganz genau weiß, wie ich davor halten muss, wo die Zitadelle ist, wie schnell die turnen können. Ich kann besonders gut sehen, wenn ich Carrier spiele, oder auch hier jetzt eben. Wenn ich Carrier spiele, ich bin momentan noch nicht in der Lage, die 100%ig zu droppen, wie ich das bei anderen Cruisern kann. Also zwischendurch joine ich mal kurz unser Discord. Ich glaube, da war aber nichts zu sehen, was irgendwie verwerflich wäre. Weil ich, glaube ich, Alex angeschrieben hatte, ob er Bock hat, noch zu zocken heute. Ja, da einfach mal in meinen Channel gegangen bin. So, die Donskoy vom Gegner ist tot. Die Gneisenau hier pusht scheinbar hier unsere Mayhem oder möchte unsere Mayhem gerne pushen und ist jetzt relativ überrascht. Erstmal, dass der Fletcher jobs ist von vorne. Zum anderen, dass ich auf einmal neben ihm auftauche. Ihm eine ganz komplett zerstöre und 15.000 Schaden mache. Er schießt seine Torps im Widespread ab. Ich habe vorher mein Hydro gezündet, sobald ich ihn gesehen hatte, weil ich weiß, Gneisenau hat Torpedos an Bord. Das heißt, Gefahr besteht, dass ich da eben gesichtet werde. Ich hätte jetzt hier abbremsen können in dem Smoke. Fällt mir jetzt gerade im Nachhinein auf. Das ist auch das erste Mal, dass ich das Spiel wieder sehe. Habe ich aber nicht gemacht. Das war mein erster Kill mit 63.000 Schaden nach 9 Minuten. Gegnerische Fletcher wieder für Secondaries markiert. Jetzt ist er gleich außer Reichweite. Und die Missouri verlässt auf einmal auch die Position dahinter der Insel, weil eben von oben jetzt unser Cruiser und unser Battleship, die oben flankieren gegangen sind, jetzt eben da sind. Ja, und die Missouri möchte nicht unsere Bismarck die Breitseite zeigen. Der flankierende Kreuzer ist uns gerade down gegangen. Sondern zeigt wieder für Breitseite. Bin ich sehr dankbar für, ich mache mehr Schaden als die Bismarck. Hat er noch richtig Glück gehabt, dass sie hier nur eine Zitadelle von mir gefressen hat. Jetzt brennt er auch noch. Und ja, er ist eigentlich zu langsam oder um da jetzt irgendwie was zu machen, zu turnen, wie auch immer. Das sollte sein Ende sein. Ich werde mittlerweile von, ich glaube, zwei gegnerischen Battleships beschossen. Unter anderem von da hinten. Hinter unserer Bismarck ist noch eine gegnerische Tirpitz. Und ich meine, die Gneisenau im Süden oder die Iowa haben auch noch auf mich geschossen gerade. Der Gegner hat noch ungefähr genauso viele Schiffe wie gerade. Ich glaube sogar ziemlich genauso viele Schiffe. Trotzdem sehe ich ihn ein bisschen weit vorne, weil unsere Schiffe fast alle keine AP mehr haben. Das ist mein nächster Versuch, diese Fiji irgendwie zu bestrafen für das, was sie da tut. Verstehe ich nicht. Also auf allen anderen Kreuzern dieser Welt wäre das die Zitadellentreffer des Grauens gewesen. Hier ist es ein Bounce und ein Overpen. Ich bin zu dieser Insel von mir ein bisschen nahe gekommen, zum Glück nicht gebeacht. Das Problem ist nur, dass diese Iowa jetzt gerade, nachdem sie mit unserer Bismarck da fertig geworden ist, ein Interesse an mir entwickelt hat, was ich für nicht ganz so gesund empfinde. Die wird mich jetzt auch gleich dafür bestrafen, dass ich irgendwie mich drehen muss, weil ich eben nicht in diese Insel reinfahren wollte. Ich habe da versucht, seine Guns auszunocken von oben, das hat nicht so ganz funktioniert. Und diese Salve, die wird mir ziemlich wehtun. Einfach mal 9300 HP weg. Und ich habe jetzt aber das Glück, dass ich hier ziehe, tatsächlich in einer einigermaßen guten Position bin. Wir haben mittlerweile es geschafft, unsere Fletcher hat es geschafft, glaube ich, den B-Cap zu übernehmen. Man hört mich übrigens ab und zu selber. Also ich habe mein Mikro so hochgeklappt, aber mich am Ende des Spiels auch noch ein bisschen hören, wie ich mich freue. So, Tashkent, die hier ziemlich selbstmordgefährdet einfach mal auf mich lospusht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zwischen bei der Iowa und der Tirpitz, dass sie mich nicht in der Möglichkeit beide Breitseite erwischen können. Deswegen drehe ich mich jetzt eher in die Iowa rein, also meinen Arsch eher zu ihr, weil er auch noch um die Inselkuppe da rum muss. Und zwischendurch versuche ich ihm diese Tashkent auszuschalten. Und die Bismarck kann quasi so nur auf mein Heck schießen. Weil da muss ich nicht ganz so viel Schaden machen würde. Das für die Gneisenau, die mich gerade getroffen hat. Hier habe ich den Tashkent jetzt beseitigt und die Iowa pusht hier rum. Und zu ihrer großen Freude und Überraschung
sieht sie auf einmal eine pinke Colorado vor sich. Und was man jetzt hier gerade nicht sehen kann, was man auf der Map sehen kann, der Kreuzer bei D4 ist unser Kutuzov. Er hat sich gerade gesmoked, schreibt der Gegner hier auch. Und der wird jetzt die ganze Zeit schön diese Iowa bei mir zusammen mit HE bepflastern. Also ich werde natürlich AP schießen und meine Secondaries aber schießen ja fast alle HE. Und da sieht man schön die Schüsse. Und der nette Kamerad hat nämlich jetzt in diesem Moment sein Damage benutzt. Ich werde gleich sehr, sehr viel Glück haben mit einem Feuer, was noch kommt. Was gleich zu einer netten, guten Situation für mich führt. Ich habe gerade eben schon Unterstützer bekommen. Also an einigen Gegnern schon ein bisschen Schaden gemacht. Die TPC ignoriert mich jetzt zum Glück. Kann ich jetzt auch nicht mehr sehen gerade, sondern geht jetzt hier eben auf unsere Colorado. So, und dieses Feuer, was ich gerade noch gelegt habe, was jetzt gerade passiert ist, das war noch auf der Iowa, die jetzt aber hinter der Insel verschwunden ist, die jetzt nicht mehr beschossen werden kann von mir. Und ich glaube auch noch momentan schon von der Kutuzov, aber nicht mehr lange. Und der hat aber nicht nur mein Feuer drauf, sondern auch mindestens ein Kutuzov-Feuer. Und das wird jetzt gleich selber zum Verhängnis werden. Und dessen arbeite ich mit der Colorado zusammen hier an der Tirpitz. Ich warte eigentlich darauf, dass er mir irgendwie nochmal ein bisschen was anbietet. Ich muss dafür kneisen, aber ich wollte jetzt nicht auf die Burg von der Tirpitz einfach nur schießen. Man sieht, wie die Iowa da schön am runterticken ist durch mein Feuer und das Feuer von der Kutuzov. Und der schreibt auch, I'm dead. Ja. Tirpitz wollte jetzt hier noch eine Breitseite auf mich kriegen. Und parallel geht die Iowa durch mein Feuer down und das Kutuzov-Feuer. Und die Tirpitz durch meinen AP-Beschuss. Hat mich schon sehr, sehr gefreut, denn ich habe lange keinen Doppelschlag mehr gehabt. Alex ist es ja in letzter Zeit ein bisschen einfacher gefallen als mir. Er hat doch einige bekommen. Ich leider irgendwie so gut wie gar nicht. Ich habe aber auch noch genug Flaggen, von daher eigentlich kein Problem. So, jetzt haben wir eigentlich echt eine gute Situation für uns rausgeholt. Ich habe 5 Kills gemacht, meinen Kraken freigelassen auch noch in der Sekunde. Edinburgh, Fletcher mit Low HP und eine Gneisenau, die auch so gut wie tot ist, sind noch am Leben. Und ich habe eigentlich noch mit am meisten HP momentan. Unser Akizuki hat hier die gegnerische Fletcher down gemacht. Schreibt hier mit dem Chat Precision German Engineering für meinen Doppelschlag. Und da geht die Gneisenau down, was dann Kill Nummer 6 für mich war. Ich glaube, es ist Ewigkeiten her, dass ich ein Spiel mit über 5 Kills hatte. Mein Spiel mit den meisten Kills wird nach wie vor das mit den 9 sein, mit meinem Saipan-Game von letzten Jahr in einem Contest. Ja, ich weiß in dem Moment, dass wir gewonnen haben, lobe mein Team nochmal, weil das haben sie echt gemacht, dass sie nicht draufgegangen sind. Gerade die Colorado, die hat jetzt nicht unbedingt offensiv gespielt und auch aber gerade die Kutuzov haben das echt nett gemacht. Und auch die Akizuki, dass sie halt die Fletcher gejagt hat, das war gut. Ja, da wollte ich erst nur kurz braggen, überlegt, ob ich das noch schreibe mit Notzatei, aber ein bisschen verkniffen, weil eigentlich ist es schon ziemlich hoch. 157.000 im Tier 9er, kann sich schon abgeben. So, und dann noch die Edinburgh, die noch am Leben ist. Da habe ich tatsächlich meine Zitadelle gefunden. Ja, und da klatsche ich mir einmal in die Hände und freue mich. Und klappe dann mein Mikro runter, weil ich überlegt habe, ob ich jetzt irgendwie was dazu sagen soll. Aber das ist eben der Endscreen. 11.800 XP ist wie gesagt First One of the Day. Kann man mal machen. Erstmal schnell Screenshots gemacht. Ich habe nämlich nebenbei noch überlegt, ob ich einen Replay rausmache. Und da sieht man noch Base XP. 2253 habe ich gemacht. Mein Schaden. Könnt ihr euch wie gesagt kurz mal anhalten, wenn ihr das machen wollt. Um euch das mal im Detail anzugucken. Ja, ich habe jetzt kein Replay draus gemacht, sondern quasi das Video vom Video. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.